Moin Leute, heute Ausgabe 47. Kurz gefragt, kurz geantwortet. Hier die Playlist zu den restlichen Folgen. Ansonsten Suchfunktion nutzen und ich würde 3, 2, 1 sagen, kommen wir zur ersten Frage. Susanne schreibt: Hallo Dennis, ich habe eine Theraphosa Stiermi, ca. 4 cm KL. Ich habe heute Morgen mein Terrarium gegossen. Heute Mittag habe ich kleine Tierchen gesehen, wo ich gegossen habe. Es ist keine Bodenpolizei, weil ich keine habe. Ich bin mir relativ sicher, dass es weiße Milben sind. Ich weiß, du hast in anderen Videos gesagt, man solle die Spinne rausnehmen und sie checken. Aber meine Stiermi ist sehr aggressiv und ich will vermeiden, dass sie so viel Stress hat. Ich habe auch gehört, man solle das Terrarium trocknen. Ich habe auf jeden Fall noch keine Milbe an ihr gesehen. Meine Frage ist, was empfiehlst du mir, was ich machen soll und wie die Milben entstehen? Susanne, sei gegrüßt, wo kommen Milben her? Ja, durch überall, ja, von Kleidung, von der Börse, von draußen, durch die Tür, durchs Fenster, ist kein Witz, ne? Also Milben können über der neue Erde pflanzen. Pflanzen sind auch so aus dem Baumarkt Pflanzen, ne? Auch die Kugelspinne hat ja ihren Ursprung angeblich hier in Deutschland über einem Baumarkt aus Köln, in Köln. Da wurde es erstmal gesichtet, so habe ich gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe. Also Milben, du kannst dich nicht vor Milben schützen. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Was du machen kannst, du hast es im Endeffekt schon geschrieben, ne? Du kannst dich einerseits schützen, Terrarium mal durchtrocknen lassen, Milbe einer Spinne ausschließen. Du kannst auch, wenn du eine relativ gute Kamera hast oder so, kannst du auch deine Stiermi mal fotografieren. Kannst auch mal so an die Cheliceren fotografieren, ein bisschen ranzoomen. Wenn du das Foto gemacht hast, kannst du nochmal größer ziehen. Kannst du schauen, siehst du irgendwelche Punkte, Erhöhung, Knibbel oder irgendwie sowas. Ne? Grundsätzlich heißt nicht, wenn man Milben hat, dass die immer gleich am Tier sitzen. Ne? Manchmal sind die so unterwegs. Manchmal, es gibt auch Pflanzenmilben, ne? Die irgendwo Pflanzenreste gehen oder an lebende Pflanzen, die kaputt machen oder so. Die haben gar kein Interesse an der Spinne. Ne? Eins würde ich nicht machen, in Panik verfallen. Ne? Das hast du noch lang genug Zeit zu, wenn du in Panik verfallen möchtest. Aber jetzt grundsätzlich rate ich dir davon erstmal ab. Wenn du Milben hast, Tier anschauen, fotografieren, gucken, welche Möglichkeiten du hast, mal mit der Taschenlampe anleuchten, ob du da irgendwas siehst im Maulbereich oder so oder hier an den Cheliceren, da immer wo Gelenke sind oder sowas. Ansonsten Terrarium durchtrocknen lassen, gerade bei der Stiermi, die hat da kein Problem mit, ja, kleine Wasserschale und dann kannst du ja sehen, was das ist, ne? Wenn du Bodenpolizei ausschließen kannst, würde ich erstmal diesen Weg versuchen. Wir haben schon den einen oder anderen prominenten Fall hier auf dem Kanal gehabt, wo es darum ging, auch einen Milbenbefall zu haben. Und das Durchtrocknen hat nämlich einen Effekt geschafft, dass die Milben weg waren. Ne? Also für die Milben, die braucht man auch so ein bisschen. Ja, letztens von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehört, wenn man so mal entzündete Ohren hat irgendwie, weil man zu lange ein Headset auf hat, Ohrstöpsel oder irgendwie durch eine Mütze oder so, einfach mal einen Föhn ins Ohr halten, ne? Nicht ganz so heiß, aber warm, ne? Weil diese Bakterien im Ohr grundsätzlich zwei Dinge hassen, extreme Wärme und Trockenheit. Und damit macht man schon viel gut. Ne? Also manchmal helfen auch die Hausmittelchen. Sollst jetzt nicht deine Stiermi anführen, aber nur so mal als Begrifflichkeit, wie wenig Handgriffe manchmal notwendig sind, um mal so einen Pilz oder auch eine Milbe wegzubekommen. Ne? Wenn diese Tiere an dem Tier sitzen sollten, sprich die Milben, da muss man sich nochmal anders unterhalten. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal die Kirche im Dorf lassen und mir keinen Stress damit machen. Ehrenlas schreibt, super geantwortet, meine Chromatopelma cyanae pubescens frisst keine Schaben und Heuschrecken. Sie frisst nur Heimchen und Larven. Hast du auch eine Spinne, die sich das Fressen aussucht? Ich habe mal 6 Wochen nicht zu fressen gegeben und trotzdem nimmt sie keine Schaben an. Hi Mesut, schön von dir zu hören. Was soll ich dir sagen? Also ich weiß, dass es Futterspezialisten gibt. Ich kenne die primär bei den Schlangen. Bei den Spinnen weiß ich, dass ein Teil meiner Spinnen keine Heuschrecken mögen. Das heißt, keine Wanderheuschrecken und keine Steppenschrecken heißen die, glaube ich. Steppenheuschrecken. Ja, muss man so hinnehmen. Ne? Also, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und das ist im Endeffekt oft weit verbreitet. Dein Tier, es kann sein, dass es sich nach der nächsten Häutung schon wieder komplett anders verhält. Ne? Das würde ich einfach
aussuchen. Bei einer Chromatopelma Cyanepu pubescens ist das gar nicht so schwer, das Tier auch mit großen Heimchen irgendwie gut zu füttern. Ne? Also dieses Tier wird nicht ganz so groß, das Heimchen wird auch nicht ganz so groß wie jetzt eine Wildschabe oder so. Also im Grunde genommen, das Verhältnis passt noch relativ. Du kannst natürlich auch noch Mittelmeergrillen ausprobieren. Die hast du jetzt nicht benannt. Mittelmeergrillen sind ja wie Heimchen oder Steppengrillen nochmal deutlich größer, schwarz und Triple 5 Millionen Mal lauter. Die sind so laut, brachial. Musst du gucken, ob du das wirklich willst. Aber kannst ja mal testen, ob sie darauf reagiert. Ne? Ansonsten würde es mich interessieren und freue mich, wenn du dich meldest, wenn das Tier sich gehäutet hat, ob es die Fressgewohnheiten immer noch so hat, wie zum Zeitpunkt dem Zeitpunkt, wo du den Kommentar geschrieben hast. Das würde mich mal interessieren. Dann schreibt ACE Magnus oder Ace Magnus, würde mich mal interessieren, wie heißt es richtig. Huhu hatte mir vor 2 Jahren mal eine Sechser bei Furigruppe gekauft, relativ jung. Lief auch gut bis vor kurzem. Es sind nur noch 2 übrig. Einmal Männchen und Weibchen. 30er Würfel auf Anraten des Züchters, da zu viel Platz eine Revierbildung begünstigen würde. Eine Idee, warum da kannibalisiert wurde. Danke schon mal. Also, Magnus, lass dir gesagt sein. Du kennst ja meine Videos von den Balfouris. Gibt es einmal hier meine Gruppe und dann das Thema der Gruppenhaltung. Und ich habe mich damals, das ist ja nun schon etwas her, ich glaube, das war 2019, habe ich diese Gruppe halt angesetzt. Und damals hat man oft gelesen, was ich für heute mit meinem Wissen absoluten Bullshit finde, dass man die Tiere doch dazu zwingen sollte, dass sie gemeinsam irgendwie sitzen, weil nur dann diese Gruppenhaltung funktioniert. Und damals, ich benenne immer wieder diese Dame in Aschaffenburg, die ich tatsächlich nur einmal gesehen habe, die hatte mir damals diese ganzen subadulten Tiere verkauft oder frisch adulten und noch nicht ganz subadulten Tiere verkauft. Und die hat gesagt, also wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, ne, dann setzen Sie da die Röhren an und lassen immer etwas Platz dazwischen, weil die suchen sich jeder so ihre eigene Röhre. Und dann habe ich das so gemacht und habe damals heftig Kritik dafür bekommen. Du siehst in einem dieser Videos, wie ich das Terrarium gestaltet hatte. Und siehst auch den Verlauf von diesem Terrarium. Und ich kann dir eins sagen, ja, das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte einen Verlust, es waren dann am Ende, waren es glaube ich 11 oder 12 Tiere, die ich reingesetzt hatte. Ein Männchen hat das nicht überlebt, denn irgendwie hat den jemand gekillt. Ne? Das hat man aber auch gesehen, das war irgendein Mädel muss das gewesen sein. Ansonsten waren die da gemeinsam drin unterwegs. Ne? Und lange, lange. Die Männer sind natürlich dahin. Ne? Das war es natürlich im Laufe der Zeit. Die werden ja nicht ganz so alt, aber das hat sehr gut funktioniert. Und wer war das denn? Liebe Volker oder so, die hatten dann irgendwo einen Bericht veröffentlicht von jemandem, der diese Tiere da quasi in der Natur gesichtet hat, im Jemen, studiert hat, dokumentiert hat. Und was kam dabei heraus? Dass diese Tiere tatsächlich sehr nah beieinander gewohnt haben, aber in den Röhren nie mehr als ein Tier gesichtet wurde. Ne? Das heißt, diese Dame aus Aschaffenburg, die hatte irgendwie den richtigen Riecher. Vielleicht auch einfach das Wissen mit einem dicken Ausrufezeichen dahinter. Eins weiß ich bis heute. Die Kritik, die ich damals geerntet habe für meine Vorgehensweise, für mein Terrarium, wie gesagt, absoluter Bullshit. Und die Leute sind verstummt. Warum? Ja, weil sie einfach meinten, dass sie selber Recht haben, hatten dann aber kein Recht, ja, und dann sind sie auf Mute gegangen, ne? Das ist halt immer so. Du merkst so ein bisschen, das Neckische, Gehässige kommt gerade in mir durch, weil ich ja immer sage, man muss auch mal andere Meinungen und andere Sichtweise und Blickwinkel zulassen. Es gibt Leute, die können das nicht, die haben das nicht mit in die Wiege gelegt bekommen, und das war damals schon sehr unsauber auch von der Kommunikation, gerade wenn man auch in anderen Gruppen diskutiert wird, ne? Aber der lebende Beweis war das Terrarium damals, dass das alles so richtig lang mit diesen vielen Mädels und vielen Männern so eingespielt war und funktionierte, ohne weitere Ausfälle, ne? Und die haben alle ihre eigene Röhre gehabt. Natürlich sind diese Röhren dann auch dadurch, dass sie tief gegraben haben, ineinander quasi verbunden worden, ne? Aber auch ich kann das sagen, in den einzelnen Röhren saßen die teilweise im Höchstfall mal zu zweit, als sie sich über den Weg gelaufen sind. Ansonsten saßen die alle in ihrer Höhle im Eingang und haben gewartet, dass was vorbeikommt, ne? Liebe Grüße nach Aschaffenburg von dieser Frau, die mich quasi da auf den richtigen Weg gebracht hat. Ansonsten hätte ich es nämlich genauso gemacht und hätte gesagt, okay, ich bringe jetzt eine Wurzel rein und
dann sitzen die da alle. Und es gab auch einen prominenten Fall, nein, es gab nicht nur einen prominenten Fall, sondern Tiere, was weiß ich, 50 Tiere in einem Terrarium. Da hat man eine Wurzel reingepackt und der Rest war so frei. Es waren so einzelne Tiere. Da hat man gesagt, auch in der Gruppe ist die Zucht möglich. Aber in einem Riesenterrarium ist das eine Gruppenhaltung? Nein, ist es aus meiner Sicht nicht, weil wenn sich denn ein Weibchen nach einer Verpaarung verabschieden kann und ist dann irgendwann für sich und baut da ihren Kokon, dann sitzt sie zwar in einem Raum mit den anderen, aber letztendlich hat sie doch Platz dazwischen. Das heißt, sie sitzt nicht unter den anderen und baut dazwischen ihren Kokon, sondern fernab, ne? Also reden wir danach von einer Gruppenhaltung oder nicht? Das lasse ich jetzt mal offen. Ich kann dir sagen, wenn du sowas wieder vorhast, mach das auf jeden Fall so. Und dann hast du vielleicht auch nicht das Problem mit dem Kannibalismus, der jetzt quasi von einer Sechsergruppe nur noch zwei Tiere über sind, ist schon sehr, sehr krass, ne? Also vom Verhältnis her. Allerdings würde ich eine Sechsergruppe auch nicht in einen 30er-Würfel setzen. Das ist so dieser zweite Mythos, der da umhergeht. Ja, musst du ganz viele Tiere auf kleinen Raum setzen? Nee, muss man nicht. Muss man nicht. Ne? Nein, das muss man nicht. Lies dich da mal ein. Ich weiß nicht, kennst du die Videos? Ansonsten schau mal rein und dann hast du sicherlich deine eigene Meinung. Die nächste Frage kommt von Tom. Sollte man bei diesen Außentemperaturen auf eine Anschaffung via Onlinehandel verzichten? Nein, sollte man nicht. Denn bei diesen Außentemperaturen, die wir hier haben, die Minusgrade quasi sind, wird der Onlinehandel keinen Versand anbieten. Ach ja, nein, kleiner Spaß von mir. Was ich damit eigentlich sagen will, also ist schon richtig, was ich sage. Ja, natürlich, du solltest auf den Onlinehandel verzichten, denn es gibt Leute, die versenden einfach, die sagen, es ist mir scheißegal. Du hast die Tiere bestellt, ich habe sie verpackt, ich habe sie geliefert, sie kamen nicht heile an, sind erfroren, es liegt bei dir. Ne? Habe ich eine Meinung zu, finde ich nicht ganz so okay. Ne? Jeder gewissenhafte Mensch da draußen, der Tiere versendet, egal ob im Schlangenbereich, wir sprechen vom Tierversand, ja. Der wird dir sagen, ich versende zurzeit nicht. Bums aus Ende. Wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, Tom, ich schick dir das, aber es ist rein dein Risiko, dann würde ich das nicht machen. Mittlerweile benutze ich diese Floskel aber auch. Immer wenn DHL mit ins Spiel kommt, dann benutze ich die Floskel auch. Sag hier keine Garantie, weil das Paket zurzeit bei mir, wenn ich Pakete versende oder auch bekomme, dauert das irgendwas zwischen 2 und 5, 6 Tagen. Ne? Das ist einmal so. Letztens ein Paket in den Norden geschickt, einfach nur mit der Umverpackung. Gab es auch ein Video zu. Verlinke ich hier. Das war, glaube ich, 4 Tage unterwegs. War es 4 Tage unterwegs? Waren es 4? Ich glaube, es waren 4 Tage. Da dachte ich, wow, kann ja sein, ne? Kann sein. Deswegen verlasse ich mich nicht dann drauf. Wenn ich einen expliziten Tierversand mache, wo ich die Gewissheit habe, dass das Tier definitiv am nächsten Tag da ist, dann gebe ich die Garantie auch auf unkomplizierte, bestmögliche, vor allem lebende Ankunft. Ne? Ansonsten. Nein, also du wirst immer jemanden finden im Online-Shop, wenn der seriös ist, der sagt, wir versenden zurzeit nicht. Und demnach kannst du vorher für dich die Entscheidung treffen, bei den Temperaturen möchte ich gar keinen Versand anstreben. Ne? Da muss man irgendwann vernünftig sein. Man kann ja auch Tiere reservieren und sagen, hey, ne, tolle Online-Shops machen das auch und sagen, hey, pass mal auf, ich möchte diese Tiere haben, ich bezahle sie dir. Wenn es für dich kein Problem ist, dass diese Tiere noch so lange bei dir bleiben, bis ein Versand möglich ist. Und damit ist nicht gemeint, oh, wir haben einmal eine Nacht mit einer Randtemperatur, wo es möglich wäre und gut gehen könnte, sondern dann empfehle ich tatsächlich auch, sich zu sagen, hey, komm, auf 14 Tage, 3 Wochen macht es jetzt keinen Sinn. Oder ich fahre die Strecke und hole die Tiere ab. Ne? Wichtige Frage, die du hier gestellt hast, sollte man auf jeden Fall öfters mal wieder hochholen, weil finde ich explizit wichtig, diesen Hinweis zu geben. Manche denken so, wenn ich jetzt irgendwo gewerblich bestelle oder so, ne? Ja, ist mit Styro und Heatpack, heißt nicht, dass das gut geht. Ne? Die Post ist die Post. Und gerade jetzt, zum Zeitpunkt dieses Videos, ne, bin kurz vor Weihnachten, boomt ja sowieso der Onlinehandel, das wird ja nur noch bestellt und nach Hause geliefert. Ne? Die Post hat zu wenig Zusteller und Zustellerinnen. Ja, spricht halt alles dafür, dass es dann auch gerne mal länger dauert. Ibo Axu fragt: Hi, welches ist denn
Die Rotknie, also die Rotknievogelspinne. Ja, Ibo, soll ich dir sagen? Rotknievogelspinne kann sein. Brachypelma emilia, Brachypelma hamori, Brachypelma smithii, Brachypelma Böhmei hatten wir schon. Auratum zum Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Benutze keine Trivialnamen. Das würde dich nicht weiterbringen. Ne? Hier Zungenbrecher-Video, schau dir das mal an und dann wirst du verstehen, warum. Ne? Und wenn du eine Rotknievogelspinne suchst, also klassisch ist das früher die Brachypelma smithii gewesen, heißt heute Brachypelma hamori. Sepp mal, wie gesagt, in diese Folge rein, dann wirst du hundertprozentig verstehen, worauf ich hinaus möchte. Und vor allem wirst du verstehen, und wie du dir das Leben einfacher machen kannst, indem du nämlich zielgerichteter suchen und recherchieren kannst, wenn du an so ein Tier interessiert bist und quasi, wo es herkommt, was es braucht, wo du sie bekommst und so weiter, ne? Das findest du alles da. Aber klassisch eine Rotknievogelspinne zu finden, ist quasi unmöglich. Vergleichbar, ich stelle gerne Gleichnisse an. Von welcher Marke sind die blauen Autos? Das musst du dir vorstellen, ist jetzt so die Frage. Ne? Ist kein Vorwurf an der Stelle. Ne? Ist ganz normal, dass man danach fragt, weil man ja gerade am Anfang mit diesen deutschen Namen oder auch Trivialnamen genannt hantiert. Aber wie gesagt, tust dir damit selbst keinen Gefallen und nimmst dir leider sehr viele Möglichkeiten, dass du hier dich weiter einlesen kannst. Also benutze bitte die sogenannten wissenschaftlichen Namen. Und wenn du mehr wissen möchtest, kommt zu uns in die Tiny Venoms Gruppe auf Facebook, folgt zum Beispiel auch der Tiny Venoms Seite oder, ne? Was bitte nicht mich anschreiben, ich kann dir da keinen 1:1 Support geben, aber in der Gruppe bist du bestmöglich aufgehoben. Ne? Ansonsten bis dahin ja, ein herzliches Willkommen, so liest es sich zumindest, ne? Dass du daran interessiert bist und wenn du Fragen hast, wirst du da auch in der Gruppe deine Antworten finden. Das war Ausgabe 47, kurz gefragt, kurz geantwortet. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal wieder einen Schwung an Fragen hier bekommen. Die Zeit ist ins Land gegangen. Ich freue mich sehr über eure Anteilnahme und daher, dass ihr dieses Format so belebt, wie ihr es belebt. Also vielen Dank an euch. Spielt eure Themen weiter gerne hier rein, insofern es welche gibt. Ansonsten euch alles Gute, gehabt euch wohl, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.